und herzlich. Ah, fuck it. Wir machen heute mal wieder Mate. Wenn ihr immer noch nicht wisst, wo ihr seid, habt das voll verschissen. Ja. Mate, genau. Mate. Von Charity Mate. Genau, wir hatten damals die eine der keine Ahnung. Uralt-Folgen. Da, wo die Folgen noch schlecht waren. Also noch schlechter. Ja, genau. Wie ist es denn deine Wände braun? Warum liegt hier auch Stroh rum? Aber was denn Martin an? Der lutscht wieder rein. Oder so ähnlich. Ja, genau. Wir hatten damals Charity und Lemonade und die haben jetzt ihr Produkt, also ihr Sortiment erweitert durch die Mate. Genau. Immer noch Fairtrade, Bio und so weiter. Genau. Haben sie nichts geändert. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil die haben ja damals durch relativ intensiven, natürlichen Teegeschmack überzeugt. Ja. Und also deswegen interessiert mich auch. Das, wobei das jetzt auch Sparkling Mate ist. Die anderen Tees waren ja Tee. Komplett ohne, ja. Das waren halt Eistees, ne? Ja, genau. Aber so, das ist dann schon wieder Richtung Mate Limonade. Also so wie wir halt Mate kennengelernt haben in Deutschland. Weil der echte Mate Tee, der ist halt schon nochmal ein krasser Unterschied. Ja. Ich habe mir jetzt endlich mal geholt, nachdem ich den nicht mehr bekommen hatte. Und kann man es essen? Also für mich als Teetrinker ist die Reinmate als Tee eigentlich gar nichts. Ich finde sie echt nicht angenehm. Also erfrischt nicht und macht keinen Spaß irgendwie. Okay. Ich weiß nicht. Hat eine gewisse Ähnlichkeit zu Ginger Ale für mich gerade. Also so, es hat so eine gewisse Schärfe. Schärfe wollte ich auch sagen, ja. Aber sonst leicht süßlich, leicht säuerlich. Man hat auch wieder dieses Hauch von Wursttheke, aber nicht so krass wie bei Gecko oder was. Ja. Naja. Zum Öhrchen. Und, Martet? Also entweder saufe ich zu viel Mate oder zu wenig. Das ist sowieso die einzige Option. Nein, ich trinke genau richtig Mate. Auf den Punkt. Aber für mich schmeckt das irgendwie ein bisschen lasch und stark nach Zitrone. Also zumindest, nein, nicht nach Zitrone, aber säuerlich. Oder wie findest du das? Also ich finde es säuerlich im Abgang. Und ich finde es... Säuerlich bitter. Ja. Das Bittere stört mich nicht, weil durch das Säuerliche ergänzt sich das so ein bisschen und das kompensiert das. Und es schmeckt eigentlich ganz angenehm. Aber am Anfang fehlt mir so ein bisschen Mate-Geschmack. Wobei, es ist schon Teegeschmack da. Aber eben nicht so, wie ich das da erwartet habe. Da haben wir andere Mate-Getränke gehabt, die schon deutlich mehr Bums gehabt haben. Aber das hier kommt relativ nah an den Tee. Okay. Also es ist wirklich relativ natürlich belassen. Ich denke, die werden nur noch zusätzlich die Zitrone mit beigegeben haben. Was wir bei den anderen mit drin haben, sind zusätzliche Aromen, die mit reinpumpen, um den Mate-Geschmack noch zu verstärken. Aber das hat das, glaube ich, nicht. Aufguss aus Biomate und Schwarztee. Den Schwarztee merkst du. Bio-Agavendicksaft, also das wird die Süße einfach sein. Mhm. Nimm die meistens Agavendicksaft. Bio-Orangensaft, Bio-Zitronensaft, Kohlensäure, Aufguss aus Schwarztee, Agavendicksaft und Orangensaft nach Fairtrade-Standards gehandelt. Den Schwarztee merkst du, weil eine normale, echte Mate ist nicht so, bitter hinten raus. Aber ist eine interessante Kombi mit dem Schwarztee. Ja, finde ich trotzdem, also finde ich angenehm. Aber andere Mate-Hersteller haben auch Schwarztee oder Grüntee auch mit dabei. Mit bei, ja, um noch einen Teegeschmack vorzugaukeln. Aber die machen das mehr als Ausgleich noch mit bei. Also da ist die Dosis an Schwarztee viel höher wie andere, die das mit beigeben. Ist aber jetzt im Vergleich zu Club-Mate oder sonst was völlig anderes Getränk. Ja, das ist völlig anders. Ein Tee. Ja, auch nicht. Es ist ein Sparkling-Eistee, aber eben überhaupt nicht übersüßt. Eher sogar ziemlich säuerlich. Also wir haben hier, wo stand es? 4 Gramm Zucker. Pro nur? Ja. Angenehm. Also ähnlich wie, genauso wie Club-Mate. Club-Mate hat auch 4. Oder 4, irgendwas. Ja, aber also das ist okay. Und es hat am Anfang eine leichte Süße mit Tee und dann geht es über ins Säuerliche und Bittere gleichzeitig. Ich hätte bei dem noch gern, was du gemerkt hast, hat einen stärkeren Einstiegsgeschmack, der fehlt. Ja. Wenn der noch da wäre, wäre es perfekt abgerundet. Aber so ist am Anfang ein bisschen zu viel Leere, bevor der eigentliche Geschmack einsetzt. Ja. Die Lücke müsstest du noch schließen, dann wäre es perfekt. Mhm. Aber trotzdem, ist eine gute Mate-Ergänzung. Aber trotzdem, sehr gut als eigenständiges Getränk. Weil wie gesagt, mit den klassischen Mate-Limonaden kann man es halt nicht vergleichen, weil dafür fehlt, finde ich, Süße.
nicht in Form von automatisch mehr Zucker reinhauen, nee, sondern einfach, dass es süßer auf der Zunge wirkt. Genau. Und das schaffen sie, indem du das Tee wegnimmst, weil das Bitter eliminiert halt Zucker. Und indem du die Säure wegnimmst, ja, dann wirkt es automatisch viel süßer. Aber ansonsten, wie gesagt, nicht schlecht in sich, sehr rund, sehr erfrischend, vor allem wie alle Charity-Produkte eigentlich bisher auch gewesen sind. Ich habe letztens mal wieder die Maracuja Lemonade gesoffen. Ja. Top. Super. Ja. Super erfrischend, super natürlich nach Maracuja. Also natürlich in einem gewissen Rahmen natürlich. Immer. Klar. Aber ne, schönes, schönes Getränk, kann man weiterempfehlen. Auf jeden Fall mal holen. Und der soziale Aspekt kommt noch oben drauf und der macht es halt einfach wirklich super. Das ist eine gute Mate, wenn du schon eingestiegen bist und dann was Härteres brauchst. Also es ist keine Einstiegs, aber trotzdem relativ am Anfang kann man mit auf sowas umsteigen, um sich dann Stück für Stück vorzuwagen und vorzutasten. Ja. Also auch super für Hipster. Sowieso. Für die Hipster, hey, unter den Mate-Hipster. Oh, Hipster hoch zwei. Ja. Tödes Kombination, genau. Ja. In diesem Sinne. Adios.